Hallo zusammen. Denkt ihr immer noch, Fernsehen sei langweilig und gestellt? Falsch gedacht. Seht euch das an. Oder das. Heute zeigen wir euch Fälle, in denen im Fernsehen nicht alles nach Plan lief. Hallo and welcome. Jeho dramatický děj se odehrál. Dieser eine Vorfall, als es egal war, worüber die Moderatorin sprach, weil der Typ im Hintergrund ihr die Show stahl. Speziální pozornost byste měli věnovat také herečce Evě Josefíkové, jejíž postava mladé doktorky. Ich melde mich aus dem Jahr 2127. Ich wollte nur sagen, dass dieses Mädchen immer noch versucht, den Weg aus dem Studio zu finden. Sie gaben dem Moderator einen Weihnachtsleckerbissen aus Artischocken. Und seiner Reaktion nach zu urteilen, war er wirklich geschockt. So here's what happens. What? That's like all that I can taste. It's artichoke dip, but something went terribly wrong. Catch me. If you can. Can someone explain what's going on here? Wann haben Sie damit begonnen, Reptiloiden auf Pressekonferenzen einzuladen? Our pilot have been able to get as far as we did in this negotiation. Manchmal muss die Live-Übertragung aus einem triftigen Grund unterbrochen werden. Zum Beispiel, wenn sich die Kamera plötzlich kilometerweit entfernt. Los Angeles, and now. Diese Reporter fand sich plötzlich als Zeuge eines Verkehrsunfalls wieder. Moja, ich kann hier, what the? Milch. Milch. Wenn deine Katze schlecht drauf ist. Milch. We set him off every morning and we wave goodbye and then we don't really know how it works, apart from acting as achieving a moment. Tja, Sportler sind auch nur Menschen. That was brilliant timing. Well done, Charlie. Und das ist die beste Zwischeneinblendung während eines Interviews, die ich seit langem gesehen habe. Die Geschichte, wie ein unbekannter Zauberer in Sekundenschnelle berühmt wurde. Die Vorteile der Arbeit beim Fernsehen? Du bekommst deinen eigenen Stylisten, der jederzeit bereit ist, dir die Haare zu richten. NBC News Matt Bradley is in eastern Syria in an area. Dieser Typ hier hatte kein Kamel zur Hand. And so-called caliphate were. Matt, what's the situation for you? You see? Huh? You look good with your hair back like this. Yeah, if you haven't made the KSL blooper reel. Wenn du normalerweise hinter den Kulissen arbeitest, aber endlich mal selbst ins Fernsehen willst. Okay, to be honest. It's a really favorable draw and then South Africa. Hola! Wir haben schon gesehen, wie Sportkommentatoren Bälle gefangen haben, aber dieser Typ hat einen Rugby-Spieler gefangen. Das ist mal was Neues. Thank you. I didn't even see that. You have different ways of sharing love. Es ging alles so gut los, aber der Moderator ruinierte es. Oh, oh no. You legit broke it. No, it's oh my gosh, I did. Oh my God. The boss is gonna see that I'm in big trouble. Homeoffice ist cool, aber es gibt einen Haken. Der Reporter hatte vor, eine ungewöhnliche Sequenz aus Kenia zu drehen, aber dem Kamel gefiel die Idee gar nicht. Dem Meteorologen wurde plötzlich klar, dass er bereits in der Zukunft ist. Oh my God, you can tilt it? And Marlon Brando's being. Das Lachen der Moderatorin klingt wie das Pfeifen einer Teekanne. We're coming right back. Big turn and help us do that. Just er hatte nur einen Job. Now more than ever, we Californians know how much a house matters and children. Der zweijährige Sohn des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, verhalf seinem Vater sicherlich zu einigen Wahlpunkten.
disruption is supposed to start next summer. Ein Beispiel für geniales Marketing einer Nachrichtensendung. So, all the power is coming through your hips. Sein Anzug war nicht für solche Strapazien gedacht. Die Journalistin sollte froh sein, dass es eine Kuh und kein Stier war. Die Katze könnte für ihren Live-Auftritt in der Sendung eine saftige Gage verlangen. Die Zweitplatzierte eines kolumbianischen Schönheitswettbewerbs riss der Gewinnerin einfach die Krone vom Kopf. Wenn man die ganze Nacht damit verbracht hat, sich auf eine Live-Sendung vorzubereiten. Ich tue einfach so, als wäre ich nicht reingekommen. Vielleicht klappt's ja. Die Zuschauer dieser Sendung hatten die einmalige Gelegenheit, eine Möwe aus nächster Nähe zu betrachten. An Halloween kann alles passieren. Ich frag mich, welche Vorhersage er abgeben wird. Wo die nächsten Regenbögen sind? That's where the focus is. Germany for 2024. Wie man einen Reporter erschreckt. Der Gast ist sich dem Geschehen hinter ihm überhaupt nicht bewusst. Die Kamera lebt ihr eigenes interessantes Leben voller Abenteuer. Er hätte sein Telefon ausschalten sollen, bevor er live ging. Wenn Schafe dich so sehr mögen, dass sie dich einfach schlafen legen. Live from London, this is BBC News. Die ehrlichste BBC-Nachrichtensprecherin, die ich je gesehen habe. In the UK during the coronavirus pandemic. Der Typ hat sich ein wenig verirrt. Passiert. Der Moderator blieb mit seinem Schuh stecken und brachte seine Kollegin ins Schwitzen. Aber zumindest hatten die Zuschauer Spaß. Was man nicht alles für den Ruhm tut. Hier gibt es nichts zu sehen, nur eine Sendung während der Covid-Zeit. Wirklich coole Zeit. I know. Lego Frozen. That's not on WGN. Say they will also be partnering. Eine Biene wollte die Reporterin interviewen und bekam ihre Sendezeit. Kirsten Mitchell. No, no sabes de la descalificación de Journey. Dieser Athlet dachte, er wird disqualifiziert, aber auf dem Handy stand, dass er gewonnen hat. Und das ist die Magie des Schnitts. Vielleicht hätten sie lieber Linux verwenden sollen. Was meint ihr? Live at the X in Springfield. Also, wofür ist die Stadt Springfield bekannt? Lincolns Geburtsort, die Simpsons und der Yeti. Countless spin-outs the first time someone helped you fold. Der Journalist geriet in eine sehr unangenehme Situation. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass er dachte, es sei der Rücken des Schlangenmenschen. Aber wen kümmert das? Es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal in dieses Studio eingeladen wird. Tja, Leute, das war's für heute. Wollt ihr mehr? Dann abonniert unseren Kanal.